waschen. Wieder ein neues Gewinnen. Selbst ich nicht kehren, ich bin. Wenn ich in die Tage manchmal komme. Was gewesen, ist gewesen zu viel. Ich sagte, das war ein Veröffnung wegen der letzten Show. Und da kommt's zu. Boah, ist das toll! Stehst du jeden Abend vor so vielen Leuten? Barbara Schöneberg. Danke, dass du mich vorstellst. Ich bin ein junges Gesicht. Ein Jung zu sein. Come on, Carpenter! Geh nicht weg! Spinnst du, geh doch nicht weg bei 8000 Leuten? Eben, bleib schön hier, wo deine Hände sind. Kalt. Ich bin auch aufgeregt, weil wir uns natürlich überlegt haben, wie wird das klappen. Was ihr vielleicht nicht mitgekriegt habt. Wir haben Musiken verlängert an Stellen, wo Howard nicht mitgerechnet hat. Wir haben ganz mini kleine Mikrofonständer aufgestellt. Der ja, war so klein. Ja, jetzt geht er rein. Ja, aber ja, da... Noch, ich hab's gewechselt. Jetzt geht's. Jetzt geht's, ja. Und dann haben wir die ganzen Fans reingeschickt. Und wir haben ein bisschen Konfetti abgefeuert, als es gar keinen Sinn gemacht hat. Hat das was mit Verstehen Sie Spaß zu tun? Das hat was mit Verstehen Sie Spaß zu tun. Und genau da wirst du zu Gast sein. Und ihr alle auch. Am 25. März in unserer Live-Show. Dein Management weiß schon davon. Natürlich. Es ist von langer Hand geplant und du wirst dabei sein. Wirklich von mir zu hören gleich, das schwöre ich. Wir mit Papa. Fast jeden Tag traf ich sie im Flur. Ich küsste jedes Mal, doch sie lächelte nur. Es ist schwer, ich steh nicht mit Tür an Tür. Mit Barbara. Warum ich vor nie zu ihr fand, dabei trennte mich nur eine Wand. Oh, eine Wand trennte mich von Barbara. Und warum habe ich ihr nie eine Frage gestellt und ihr nie gesagt, wie sehr sie mir fällt? Ja. Ich sah das Lächeln auf ihrem Gesicht und nun tat ich es nicht, so mehr alles. Ich weiß nicht, wo sie hingeht, woran es liegen kann. Sie hat wohl ihre Gründe und es geht mich auch nichts an. Doch seit weniger Zeit lebe ich Tür an Tür mit einer Frage.